lange hast du deinen Vater nicht gesehen? Ein paar Jahre. Du hast deine Pflicht getan. Soll ich dich dafür belohnen? Was erwartest du? Eine Menge und mit Recht, Vater, denn du hast sehr viel zu geben. Und Sie glauben im Ernst, ich zahle für ein fremdes Mädchen so viel Geld? Wenn nicht, wird sie sterben. John Peter McAllister ist der einzige Nicht-Japaner, der den Rang eines Ninja erreicht hat. Einst Mitglied einer geheimen Sekte wollte er sie verlassen, wofür ihn die anderen Ninjas zum Tode verurteilten. Aber er konnte fliehen. Nun ist er auf der Suche nach einer Tochter, von der er nicht einmal wusste, dass es sie gab. Verfolgt von Okasa, einem ehemaligen Schüler, der sich geschworen hat, seinen Meister zu töten. Der Meister fand einen neuen Schüler, und zwar mich, Max Keller. Doch Okasa ist ständig hinter uns her, folgt uns wie ein Schatten und wartet auf seine Chance. Hier, Max. Der Feind kann aus jeder Richtung angreifen. Du siehst ihn nicht, spürst ihn aber. Nochmal. Du warst mir gegenüber im Vorteil. Sobald du das Schwert spürst, bist du immer im Vorteil. Sehen musst du es gar nicht. Vater schrieb mir von dem Nebel hier in der Gegend. Er kommt aus dem Moor. Bisschen unheimlich, nicht? Wie lange hast du deinen Vater nicht mehr gesehen? Ein paar Jahre. Zum Freudenfest wird unser Wiedersehen trotzdem nicht. Ich möchte nur wissen, ob es ihm gut geht. Willst du darüber reden? Worüber? Über das Problem zwischen dir und deinem Vater. Wir können uns einfach nicht verständigen. Weiter nichts. Hast du das gesehen? Richtige Wildkatze. Geben Sie auf, Miss Hunter. Bevor wir Ihnen die bildschönen Arme brechen, das wäre doch schade. Hilfe! Alles in Ordnung? Ja. Gehen wir. Ihr wart fantastisch. Sie aber auch. Ninjitsu? Ja. Wie lange machen Sie das schon? 6 Jahre. Immer nah herankommen lassen. Warte mal einen Moment. Wenn er Ihren Arm greift, winden Sie sich geschickt darunter. Und klopfen ihm so vor die Stirn. Mehr ist nicht nötig. Bist du fertig, John? Vielen Dank, Max. Kathy Hunter,
John Peter McAllister. Mhm. Das ist Max Keller, der Pferd. Und das ist unser Turngenie, Henry. Sind Sie vielleicht mit Patrick Keller verwandt, dem Anwalt? Das ist mein Vater. Und wir setzen Max bei seinem Vater ab, dann bringe ich sie nach Hause. Ich erinnere mich. Sie habe ich noch nie gesehen. Ich habe Sie auch noch nie gesehen. Sie bringen hoffentlich keine schlechte Nachricht. Sie waren auf dem Friedhof. Woher wissen Sie das? Der Nebel hat Sie verraten. Dumpf riechend und feucht. Der Geruch ist unverkennbar. Sie müssen ziemlich lange dort gewesen sein. Und Sie haben Benzingeruch an sich. Sie haben sicher vor kurzem getankt. Stimmt. Ist es ein kleiner oder ein großer Wagen? Ein Kombi. Ich habe ihn am Leerlauf erkannt. Mr. Keller ist im Moment nicht da. Er ist im Gericht. Aber wenn... Bitte entschuldigen Sie. Ich vergesse es einfach immer wieder. Es werde Licht. Wenn Sie vielleicht Ihren Namen hinterlassen wollen. Ich weiß, dass wir uns nicht kennen. Wir sind uns noch nie begegnet. Aber Ihre Stimme. Sie haben angerufen. Vor ein paar Jahren. Max Keller. Stimmt wieder. Und Sie sind Vaters Sekretärin, Laura Crane. Er hat mir nie gesagt, dass... Vergessen. Das vergisst er gern. Aber es ist das schönste Kompliment, das er mir macht. Würden Sie es mir übel nehmen, wenn ich Ihr Gesicht berühre? Nein. Kellers Wangenknochen. Unverkennbar. Das Foto, das Sie sich vorhin ansahen, haben Sie woanders hingestellt. Es wurde kurz vor dem Flugzeugabsturz aufgenommen, nicht wahr? Einen Tag vorher. Und einen Tag nach der Beerdigung kehrten Sie Ihrem Vater den Rücken und verschwanden. Hat er das gesagt? Er spricht nicht darüber. Wer ist der ältere Herr, von dem Sie sich vorhin verabschiedet haben? Sie sind erstaunlich. Ein Vaterersatz? Hören Sie, ich möchte, dass Sie... Werden Sie ruhig wütend. Ist erlaubt. Mein Vater ist im Gericht. Er müsste dort sein. Vor ein paar Stunden rief man an, dass der Fall vertagt wird. Patrick schafft es nicht. Wo ist er dann? Wahrscheinlich wieder im Restaurant. Hören Sie. Gehen Sie, bitte gehen Sie, Max. Ich werde nichts sagen. Er braucht nicht zu wissen, dass Sie hier waren. Er soll es wissen. Also gut. Ich bringe Sie hin. Ich hinterlasse meinem Freund eine Nachricht. Ihr Name ist Kathy Hunter. Sind Sie sicher? Danke. Wieder nichts. Das 7. Krankenhaus. Aber irgendwo muss sie doch sein. Ihr Wagen war ein Trümmerhaufen. Es sei denn... Ich weiß, was Sie sagen wollen. Wenn ihr irgendjemand etwas angetan hat. Ich weiß, dann wirst du ihn umbringen. Kathy, Gott sei Dank. Ach, mein Liebes. Wie froh ich bin. Es geht mir doch gut, Daddy. Liebling, was war denn? Erzähle ich dir später. Oh nein, das werden Sie nicht tun. Sie können sich doch jetzt nicht einfach aus meinem Leben stehlen. Ein Sprichwort im Orient sagt, wenn ein Mensch einem anderen das Leben rettet, gehört ihm dafür auch dessen Seele. Niemand sollte einem anderen gehören. Oh, ich heirate morgen diesen jungen Mann dort. Werden Sie kommen? Werde ich damit meiner Pflicht genügen? Vielleicht, mal sehen. Ich möchte Sie vorstellen. Schließlich rettet man mir nicht jeden Tag das Leben. Kommen Sie? Ich habe Ihnen gesagt, wo Cassie Hunter ist. Mehr kann ich nicht tun. Wir hatten sie ja. Aber plötzlich tauchten zwei Typen auf und spielten Samariter. Also musst du die Show noch einmal abziehen. Und zwar auf dieser Feier. Das werde ich nicht tun. Wie viel Zeit haben Sie dieses Jahr im Gericht versäumt, Keller? Wie viele Ihrer Klienten wurden verurteilt, weil sie irgendwo stockbesoffen in der Gosse lagen? Ich weiß, dass Ihnen das völlig egal ist. Aber nicht die gefälschten Aktienpapiere. Hm? Wir möchten doch nicht, dass Sie beim Bezirksstaatsanwalt landen, oder?
Damit hatte ich absolut nichts zu tun. Ihre Unterschrift, Herr Anwalt, steht auf jeder Seite. Sie können sich nicht mehr erinnern, nehme ich an. Hm? Bisschen laut ja, nicht wahr? Das macht nichts. Ich bin gern unter vielen Menschen. Setzen Sie mich nur irgendwo hin und bestellen Sie mir was. Bitte hier. Morgen Nachmittag, um 2 Uhr. Punkt 2. Ich spende einen Drink. Bin gleich wieder da. Erst unter den Toten, nun unter den Lebenden. Wir treffen uns ja laufend. Sie müssen der Vater von Mac sein. Ich heiße McAllister. Max kämpft gerade. Was Sie nicht sagen. Kommen Sie mal. Was war denn? Ich habe unsere Freunde vom Friedhof getroffen. Kennst du schon meinen Vater? So wie dich habe ich auch ihn kennengelernt. Verschwinden wir. Geht's Ihnen wieder einigermaßen? Ja, danke. Dann also bis morgen. Schlafen Sie gut. Darf ich Sie nach Hause bringen? Ja, gern. Den muss ich vor ihr verstecken. Sie hat dich sehr gern. Seit wann ist sie blind? Seit ein paar Jahren. Autounfall. Sie kann hoffen. Bewundernswert, Ihre Haltung. Ich nehme an, sie wollte nicht so dahin vegetieren. So wie ich, nicht wahr? Das wolltest du doch damit sagen, Max. Ich wollte nur guten Tag sagen. Dazu hast du ziemlich lange gebraucht. Ich fand nicht die richtigen Worte. Wo hast du deinen Partner kennengelernt? In einer Bar. Ich fiel durchs Fenster auf die Straße. Er rettete mir das Leben. Das hat er oft gemacht. Dann halt dich an ihn. Du wolltest doch immer einen Vater. Hör mal, Vater, ich wollte... Warum bist du gekommen? Was willst du von mir? Mich sehen? Erinnerungen wachrufen? Dein Gewissen beruhigen? Oder nur sehen, ob dein Alter in der Gosse liegt? Du hast deine Pflicht getan. Soll ich dich dafür belohnen? Was erwartest du? Eine Menge und mit Recht, Vater. Denn du hast sehr viel zu geben. Wenn du es nur tun würdest. Glaubst du, das hier hilft? Dadurch kommen Mutter und Jimmy auch nicht wieder. Sieh dich doch an. Der Mann, der mit Worten umgehen konnte wie kein Zweiter. Der berühmte Anwalt. Du bist nur noch ein Schatten deiner selbst. Na los, doch, schlag zu! Dann weiß ich wenigstens, du lebst noch! Verschwinde, Max. Nein, das wäre zu einfach. Das habe ich schon mal gemacht. Diesmal wirst du mich nicht los. Ich werde wohl etwas hierbleiben. Wie du willst. Damals bin ich gegangen. Ich habe aber inzwischen begriffen, es gibt nicht nur mich auf der Welt. Von McAllister habe ich etwas gelernt. Einem Menschen, dem man liebt, die Hand zu reichen. Hier. Ich muss morgen früh im Gericht sein. Das Mädchen, das ihr gerettet habt, Cassie Hunter, sie heiratet. Ihr Vater ist mein Klient. Wir können uns morgen unterhalten. Es ist nur... Wir können uns einfach nicht verständigen. Daran trage ich viel Schuld, ich weiß. Ich habe dich allein gelassen. Aber jetzt bin ich da, Vater. Schön, dich zu sehen.
Seit wann geht Keller so mit sich um? So selbstzerstörerisch, meinen Sie? Wohl schon viele Jahre. Ich kenne ihn gar nicht anders. Ich glaube, seit dem Flugzeugabsturz, als er seine Frau und seinen ältesten Sohn verlor. Aber seit ein paar Tagen, möchte ich sagen, ist es besonders schlimm. Er hat Angst. Ich fühle es. Ich habe versucht, ihm zu helfen. Was ist? Jemand ist hier. Ich höre, wie er atmet. Ganz leise. Ja. Er ist vor uns. Bleiben Sie hier. Du gibst nicht auf, nicht wahr, Okasa? Haben Sie mich das nicht gelehrt? Kämpfen, bis man sein Ziel erreicht hat. Ein junger Mann, der sich geschworen hat, mich umzubringen. Man darf nicht weiß sein. Das ist wahr. Sonst liegt man zusammengerollt im äußersten Winkel seiner Seele und starrt in die Finsternis. Mein Gedächtnis ist voller Licht und Farben, voll schöner Erinnerungen. Bitte bemitleiden Sie mich also nicht. Das würden Sie auch gar nicht tun, ich weiß. Bitte stellen Sie das Foto wieder an seinen Platz zurück, damit ich es finde. Wie sehen Sie aus? Ja, wie? Gestatten Sie? Sie sind groß. Hohe Wangenknochen. Ein wenig kahl. Sie haben ein sehr ausdrucksvolles Gesicht. Was haben Sie für ein Bild gewonnen? Ein Western-Schauspieler. Clint Eastwood. Beinahe. Ihre Ausstrahlung ist unglaublich stark. Das spürte ich, als Sie das Gasthaus betraten. Ein bisschen davon ist auf Max abgefärbt. Er wird seinem Vater helfen. Das wird er, ich weiß es. Gute Nacht, Lola. Gute Nacht. Ich hoffe, Sie haben recht. Es ist Patricks letzte Chance. Willst du es mir erzählen? Für Vater und Sohn war die Wiedersehensfreude nicht gerade überwältigend. Soll ich mit ihm reden? Nein, er fühlt sich durch deine Anwesenheit ja sowieso schon bedroht. Was machen wir hier überhaupt? Ich hasse sowas. Sie ist von der heiteren Seite. Du heiratest doch nicht. Das ist wahr. Cassie ist eine starke Persönlichkeit. Herzlichen Glückwunsch, Cassie. Danke. Dir auch, Paul. Sieh mal an. Sie holen sich wohl Ihre Belohnung ab für die Rettung der Braut auf dem Friedhof. Hi. Hi, Darling. Laura, ich freue mich. Du siehst wundervoll aus.
das Vorrecht der Braut. Warum sehen Sie mich so ungläubig an? Gehen wir etwas trinken. Ja, ich könnte auch noch ein Glas Champagner vertragen. Ich bin's, Max. Wie war's gestern Abend? Ganz schön hart. Sie hatten auch Aufregung, habe ich gehört. Ja, aber für Ihren Vaterersatz war das kein Problem. Was ist? Keine Ahnung. Vielleicht die vielen Menschen. Das Stimmengewirr. Könnten wir an die frische Luft gehen? Kommen Sie. Danke. Hier ist es angenehm. Würden Sie mir ein Glas Champagner holen? Sehr gern. Schön, nicht wahr? Wunderschön, Cassie. Cassie, hör zu. Du musst hier weg. Lass uns einen Moment rausgehen. Was? Bitte, ich erklär's dir später. Komm, bitte. Da kommen sie. Schnappen wir sie uns. Stehen bleiben! Moment mal! Sie kommen auch mit, Keller! Los, einsteigen! Continue in a moment. Es ist alles in Alarmbereitschaft, Lieutenant. Wir haben sie immer noch nicht gefunden. Wie ist das möglich? War gut geplant. Wir haben das ganze Gebiet abschirmen lassen. Ich verstehe nicht, warum Sie uns nicht schon gestern Abend alarmiert haben. Ich habe mit dem Revier gesprochen. Mit Leutnant Rossetti. Er sagte, er würde mich wieder anrufen. Wir finden Sie. Wie denn? Mit so einer Zeugin? Miss Crane, ich bin Lieutenant Ryan. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Wozu? Mr. Stillman hat recht. Was nütze ich schon? Arme Kathy. Ich bin eine Augenzeugin. Ich reiße ihm die Maske runter, schaue ihm direkt ins Gesicht und sehe absolut nichts. Nein, aber spüren konnten Sie ihn. Also, wie groß war er? Etwa 5 Fuß. Was hat er an? Eine Tweedjacke. Was für Knöpfe? Ziemlich große, walnussförmige. Ausgezeichnet, Laura. Was noch? Ja, sein Hemd war aus Seide. Die Jeans ohne Taschen. Und weitere Merkmale? Kurzes Haar. Er atmete schwer, hatte wahrscheinlich als Kind Asthma. Er trug einen Siegelring am rechten Ringfinger. Mit einem ziemlich auffälligen Muster. Was noch? Ja, eine Computeruhr mit kleinen Knöpfen am linken Handgelenk. Die beste Zeugenaussage, die ich je gehört habe. Ich möchte, dass Sie mit mir in die Stadt kommen, damit wir Ihre Aussage schriftlich festhalten können. Mr. Hunter, Sie können nach Hause gehen. Wir werden Sie benachrichtigen. Kommen Sie. Augenzeugin, wir nehmen Sie mit in die Stadt.
nicht! Wir werden Sie bei Ihrem Vater zu Hause abliefern. Aber in welcher Verfassung liegt ganz allein bei Ihnen? Ich möchte dir schrecklich gern wehtun. Wirst du dir das merken können? Hm? Ja. Bringt sie raus. Sie wollten uns verraten, Keller. Schlimm für Sie. Sie werden sie umbringen. Möglich. Um mich geht es mir nicht. Als ich mich an Sie verkaufte, habe ich meine ganze Integrität verloren. Aber wenn Sie Cassie etwas antun, wird man sie zur Strecke bringen. Man wird sie finden, das verspreche ich Ihnen. Fertig mit Ihrer Beweisführung? Raus mit ihm. Warum hat man meinen Vater entführt? Warum? Wegen des Lösegeldes? Dafür brauchten Sie nur Cathy. Das ist wahr. Sagen Sie es nochmal, Max. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als ich Lieutenant Ryan gesagt habe. Aber Ihr Gehör ist besser als unseres. Versuch es doch bitte. Ein Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Ein Wagenschlüssel? Nein, so ein alter, großer, verrosteter. Und was war auf dem Plan? Ich konnte das eingezeichnete Gebiet nicht ausmachen. Es war aber ganz oben. Es muss also im nördlichen Stadtteil liegen. Ein altes Gebäude. Geben Sie mir bitte Ihre Hände. Sie sind hart. Und schmutzig vom Kombiwagen. Nein. Von Erde. Nördlicher Stadtteil. Der Friedhof. Ja, ich war im Moment einfach ein bisschen verwirrt. Der gleiche dumpfe, modrige Geruch, den Sie damals im Büro an sich hatten, Max. Der Entführer hatte ihn auch. Aber dort kann man niemanden verstecken. Die Kirche auf dem Hügel. Die alte Tür. Der Schlüssel könnte passen. Das klingt überzeugend. Probieren wir es. Das habe ich gehofft. Kommen Sie, wir setzen Sie zu Hause ab. Moment. Hier, Gordon Hunter. Ich rufe aus einer Zelle an, Mr. Hunter. Bis Ihre Polizisten mich gefunden haben, wird längst eine Frau hier stehen und mit ihrer Tochter über Moral reden. Das Lösegeld für Ihre Tochter beträgt $1 Million. In bar. In 3 Stunden. Oder Sie und der Anwalt sind tot. Hören Sie, ich habe so viel Geld nicht. Aber Ihre Bank. Sie haben keine Ahnung, wie das läuft. Ich müsste Aktienzertifikate verkaufen, eine persönliche Anleihe. Stecken Sie das Geld einfach in eine Aktentasche, Mr. Hunter. Geben Sie mir meine Tochter. Ich möchte wissen, ob... Das Risiko müssen Sie nun mal eingehen, Mr. Hunter. Vielleicht wird sie sterben, vielleicht auch nicht. Das liegt ganz allein bei Ihnen. Hören Sie? Und denken Sie daran, Mr. Hunter. Ich würde Sie gerne töten, ohne Skrupel. Das war zu kurz. Können Sie das Geld auftreiben? Zusammen, ja. Gordon, wenn wir zusammenlegen, müssen wir es schaffen. Können Sie denn den Geldbetrag bis Mitternacht beschaffen? Koste es, was es wolle. Wer ist da?
Aber das ist ja fantastisch. Kombinationsgabe und viel kellerschem Glück. Ich dachte, das habe ich schon alles verbraucht. Noch nicht ganz. Cassie, sie ist im Kesselraum, Max. Da ist schon McAllister. Alles in Ordnung? Ja. Schnell weg. Es ging nur noch um wenige Stunden, dann hätten wir es geschafft. Die kam aus heiterem Himmel. Schweig! Nur zu dritt, habe ich gesagt. Aber nein! Ihr werdet nervös, ja? Ihr jagt nach einer Augenzeugin. Ein blindes Mädchen, ja? Wir wussten nicht, dass... Das weiß ich! Ich weiß. Vielleicht war es richtig, was ihr gemacht habt. Gordon Hunter? Muss ein herzergreifender Anblick sein, Mr. Hunter. Ihre Tochter in den sicheren Schoß der Familie zurückgekehrt. Einem Schicksal entronnen, schlimmer als der Tod. Vielleicht hat sie davon erzählt. Gut. Die Bedingungen bleiben, Mr. Hunter. Es hat sich nichts verändert. Ein schönes Mädchen, $1 Million Lösegeld. Geändert hat sich nur die Identität des Opfers. Laura Crane, die Sekretärin ihres Anwalts. Warum denn nur? Schuld war ein bisschen zu viel Initiative unsererseits. Wir dachten, sie wäre eine Augenzeugin, die zum Schweigen gebracht werden muss. Witzig, nicht wahr? Wieso glauben Sie, dass ich $1 Million Lösegeld für ein fremdes Mädchen zahlen werde? Eine moralische Zwickmühle, in der Sie sich befinden. Wenn nicht, wird sie sterben. Noch vor einer Stunde hätten Sie alles getan, ein Leben zu retten. Das meine Tochter. Hat Laura nicht das gleiche Recht zu leben? Was wollen Sie eigentlich? Sie sind auf der Durchreise, haben nichts zu verlieren. 5 Jahre hat es mich gekostet, die Bank aufzubauen. So etwas wirft man doch nicht so ohne weiteres weg. Auch nicht, wenn es um ein Menschenleben geht. Wenn so ein Mädchen angstvoll in ihrer Dunkelheit sitzt und darauf wartet, dass jemand ihr junges Leben rettet. Sie haben recht, ich kann sie gar nicht sterben lassen. Ich sagte dem Lieutenant schon, dass ich das Lösegeld zahle. Vielleicht brauchen Sie es nicht. Nichts mehr da. Kein Gleichgewicht mehr. Max, Alter, muss ein toller Mann gewesen sein. Ein guter Anwalt. Und jetzt? Jetzt ist er nur noch ein Säufer. Auftritt, Ersatzvater. Wenigstens hat er Sie. Das genügt aber nicht. Ich bin sein Freund, sein Mentor. Er braucht einen wirklichen Vater, den er achten, zu dem er aufblicken kann. Und das fällt ihm sichtlich schwer.
Damit komme ich schon klar. Ich möchte mit Ihnen über einen Komplott sprechen. Über Cassie Hunters Entführung. Sie sagten auf dem Fest etwas von der Rettung auf dem Friedhof. Aber es ist ausgeschlossen, Keller, dass Sie von der Schlägerei auf dem Friedhof etwas gewusst haben. Es sei denn, Laura hat es Ihnen gesagt, aber das tat sie nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Die drei Männer aus dem Gasthof waren auf dem Fest. Und Sie haben Cassie zur vereinbarten Zeit rausgebracht. Aber Sie konnten nicht wissen, dass man auch Sie entführen würde. Sie haben genau das getan, was man von Ihnen verlangte. Und dafür hätte man sich fast umgebracht. Hätten Sie es doch nur getan. Aktienpapiere. Ich habe sie unterschrieben. Ohne mein Wissen bin ich da reingeraten. Sie haben mich in der Hand. Ich sollte das Mädchen nur postieren. Es würde ja nichts geschehen. $1 Million und sie wäre wieder da. Ich habe versucht, es zu verhindern. Das müssen Sie mir nicht glauben. Aber es ist wahr. Wer steckt dahinter? Paul Stillman, Cassies Ehemann. Ich gehe zur Polizei. Das ist zu gefährlich. Sagen Sie mir alles, was Sie wissen, wo Laura sein könnte. Es gibt ein altes Schiff, ein Passagierdampfer unten am Quai. Eine Touristenattraktion. Es wird jetzt repariert. Es gehört Paul Stillman. Mehr fällt mir nicht ein. McAllister. Willst du mir vielleicht mal sagen, was hier vorgeht? Es geht um das Schiff. Woher kennst du den Standort? Vertrau mir, Max. Vertrauen ist gut. Er will deine Gefühle nicht verletzen. Vater! Ich habe Cathys Entführung eingefädelt. Man hat mich erpresst. Als ich es verhindern wollte, war es zu spät. Jetzt haben sie Laura. Warum hast du mir nichts gesagt, Vater? Es war zu spät, mein Sohn. Ich werde mich der Polizei stellen, aber erst möchte ich... Keine Chance. Ich will Ihnen helfen. Ich riskiere nicht den Tod des Mädchens, Keller. Ich bin für Sie verantwortlich und auch für meinen Sohn. Ich muss mitgehen, McAllister. Geben Sie mir diese Chance. In Ordnung. Sie weichen zurück, Meister. Angst vor dem Schüler? Sie haben gesagt, eines Tages wird er der Meister sein. Bye.
Leben Sie wohl, Meister. Das Licht ist weg. Ich glaube, ich weiß den Weg. Folgen Sie mir. Zwei Männer. Gleich da vorne. Bleiben Sie hier. Sie wissen doch nicht, wo Sie sind. Doch, ich weiß. Konzentrier dich auf deinen Spürsinn, Max. Er kann dich in der Dunkelheit sicher in jede Richtung führen. Du musst nicht sehen, nur spüren. Vor ihnen, Max! Kommen Sie hier nicht raus. Sie und der alte Herr, beide Verlierer. Laura. Vater. Ich habe zwar einen harten Schädel, aber viel ruhigere Hand, als ich glaubte. Wo warst du? Sag ich dir später. Alles in Ordnung? Ja. Ich habe meinen Spürsinn vervollkommnet. Ich bin stolz auf dich. Und ich auf sie. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber wann sehen wir Sie beide wieder? Ich glaube, sehr bald.
Ich muss Ihnen ein Kompliment zurückgeben. Eine Ausstrahlung wie der Ihren bin ich noch niemals begegnet. Das macht Sie zu einem besonderen Menschen. Sie auch. Patrick T. Keller wird sich selbst verteidigen. Vielleicht brauche ich einen Leumundszeugen. Du hast zwei, aber die brauchst du nicht mehr. Die Familie Hunter lässt alle Anklagepunkte gegen sie fallen. Paul Stillman hat seinen Erpressungsversuch zugegeben. Und deine Unterschriften auf den Aktienpapieren sind gefälscht. Du hast nie etwas unterschrieben. Ich erinnere mich auch nicht. Hab's vermutet. Wir treffen uns im Gericht zur Anklageerhebung. Auf Wiedersehen. Danke, Anwalt. Wird dir gefallen, was du jetzt siehst. Du wirst Hilfe brauchen. Ich werde es Stück für Stück bewältigen, mein Sohn. Und ich habe Laura. Du hast einen guten Lehrer. Hör auf alles, was er sagt. Er weiß, mit Worten umzugehen. Du auch. Was mich angeht, ich finde die Worte nicht so leicht.